Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ja, ihr seht schon, es lädt gerade alles noch rein und ja, mir sind eventuell die Schweine entlaufen. Nur unser kleiner Freund hier ist da geblieben und ich weiß auch, wieso es passiert ist. Weil dieses blöde Ding hier Trüffel angebaut hat. Und natürlich diese Trüffel, die da drüben hat laufen lassen. Bedeutet, ich brauche jetzt erstmal, die mögen Carrots, ne? Bedeutet, ich brauche Carrots. Carrots. Voilà, so. Kuckuck, wo seid ihr alle? Willst du keinen? Wer will alles ein Stückchen? Karotte gekommen. Ups, ja. Karotte. Na kommt. Rein damit euch. Perfekt. Oh, wenigstens funktioniert der Karotte. Kommt. Ja, noch hier drauf. Kommt. Ja, seid brave Schweinchen. Und kommt hier rein. Kommt auch hier rein. Yes, danke schön. Muss ich nur wieder alle mal auf einen Platz kriegen. Schweinchen. Du auch, Mr. Schwein. 1, 2, 3. So, jetzt sollten das dann alle sein. Yes. Oh, jetzt sind die alle dran. Nun esst und seid zufrieden. Gut. Hier ist leider immer noch nichts passiert. Also ich denke, nehme jedes Mal was vorne. Das geht sich leider irgendwie nicht aus. Einfach absolut nicht. Ich habe immer relativ viel zu tun. Sollte mein Inventar da erstmal klicken. Hey! Hey! Wrong property, mein Freund! So, wir können mal die Bones zurück tun. Endowed Arm, Infuser Serum. Was ich da alles dabei habe. Holy shit. Trüffeln, Endowed Head, Blueberry, Deep Mob Learning, ja, da war noch Ender Pearl. So. Jetzt haben wir ein bisschen aufgeräumt, wieder hier im Inventar. Ich jetzt mal gerne suchen würde, ist, wenn ich hier suche, zack, Android. Ist die Root Android Metaverse? Android Torso? Was ist zwischen diesem Android Torso Unterschied? Max Health plus 1. Also es ist Melee und Ranged Android. Yellow, used to reset all unlocked Android abilities. Hm? Okay. Schauen wir mal schnell, was aktuell unser Fuel macht. 19 frisches Fuel haben wir schon. Das ist gar nicht schlecht. Unsere Rüstung ist auch noch in Ordnung. Unser Deep Learner ist auch am Tun und Machen. Dann jumpen schon wieder ein paar Freunde rum. Lassen wir uns die doch mal kurz besuchen. Wir haben zwar schon Basic Models und so Zeugs, aber uns fehlt natürlich noch der ganze Rest dann. Schauen wir, wie gut meine neue Killing Station hier funktioniert. Fehlt eigentlich immer noch die Spinnerei. Also die Spinnen halt, ne? Und ich habe wieder ein bisschen Inferium Essence erhalten. Ein bisschen Inferium Lizenz, genau. Das ist eine Inferium Lizenz.
Mein Hirn. Was die ganze oder was ich die ganze Zeit machen wollte, nachdem es mal gesagt wurde, ich mache mir mal so ein blödes Backpack. Ein Backpack. Oh, dafür brauche ich Leather, 4 Stück. Dann wenn ich wenn ich sage, ich will das Ultimative haben. 36, 24 davon habe ich, das habe ich auch. 4 Leather. Habe ich Leather? Schau mal. Leather. Habe ich, gut. Und dann brauche ich Plastik. Plastik, Mr. Bombastik. Dry Rubber. Tiny Rubber. Latic Processing Unit. Was ist nicht du, mein Freund? Energized Smelly? Kannst du das nicht verarbeiten? Aber mein normaler Smelter hier drüben, der kann das, oder? Halt, stopp! Ist doch frech. Ne, weil man muss sich nicht dehnen. Ah, das war so. So war das. Eine Runde kriege ich hier noch raus. Gut. Ey, müsste ich hier noch so ein Playsign machen. Damit er das Zeug erstellt. Weil er braucht hier so ein. Wood. Mörder brauchte er hier. Und jetzt sollte der anfangen, das hier drüben reinzubringen. Genau. Aber jetzt kannst du es machen, oder? Jawohl, dankeschön. Ich brauche halt viel mehr davon. Hat viel zu wenig, ne? Uff. Das ist gerade mal 70 Rubber. Habe ich noch irgendwie Rubber oder sowas? Tiny Rubber, ne? Wo kommst du schon wieder her? Jetzt habe ich schon wieder 13. Das ist ein Infinite Water Source hier. Den Tree Extractor. Habe ich einen Placer? Oder sowas wie der heißt? Placer? War da nicht was? Placer? Fluid Placer? Block Placer? Schau an. Kann ich natürlich auch bauen. Aha. Das bedeutet. Wir reißen das Ganze jetzt mal ab. Machen das mal ein bisschen in ein bisschen größer sozusagen. Hier ten. So. Wir haben jetzt hier unseren Tree Extractor. Stimmt jetzt. Nein, oh, der guckt natürlich in die Gegenrichtung. Tree Extractor. Block Placer. Der platziert es dann gleich hier. Perfekt. Gut, der braucht keinen Strom, der braucht nur Itemanschluss. Der braucht ein. Ich dachte, du brauchst einen Energy Input. Der produziert einfach so. Dann machen wir einfach. Kann ich noch so einen Tree Extractor, Tree Fluid Extractor machen?
Tree Fluid Extractor. Dankeschön. Und dann noch so ein Block Placer. So simplen, zack. Und wieder falsch rum. So. Dann haben wir eine Latex Processing Unit hier und einen Wasserblock daneben. Eine Infinite Water Source. Dann brauchen wir solche Fluid Extraction Cases. Fluid. Oh, come on. Fluid Extraction Cable. Eins für und ein paar von denen mit. So. Der kriegt jetzt das Zeug. Jetzt braucht er nur noch einen Energy-Anschluss. Energy. Der kann jetzt anfangen nachzuproduzieren. Haha. Und da geht jetzt der Tiny Rubber raus. Dann natürlich nur noch eine Crafting Unit, die das dann kombiniert. Diesmal produzieren würde. Ich habe jetzt hier ein bisschen Dry Rubber dabei und habe hier meinen. Ah, das ist ein Autocrafter. Ich würde gerne so einen Packager probieren und gucken, ob der was macht. Aber nein, der macht nichts. Ah, hier sind Enderpearl-Truffles drin. Hier steht halt Uranium. Hier sind aber Enderpearls-Truffles drin. Ich hab Enderpearls bekommen. Wait. Das hat funktioniert? Wait, what? Ich hab sie bloß nie gefunden, weil die Auto... Och nö, ne? Die sind die ganze Zeit hier drin gelandet. Ich hab's... Oh. Oh. Ich kann das weitermachen. Also, das ist natürlich jetzt auch geil. Aber ich brauche einen Autocrafter. Autocrafter. Was fehlt denn jetzt? Bone Block. Und mehr Farbe. Ja, komm schon. Alter, das hat funktioniert. Jetzt sehen wir noch die Farbe. Ich hab keinen Red. Du willst mir sagen? Ich hab... Keine Beetroot, nichts in der Art. Structure Builder Automated User. Bin gerade ehrlich gesagt noch so ein bisschen verwirrt. Jetzt ist zum Beispiel, dass das Infinite Water Source nicht reicht. Von anderen ganz, ganz viel und Bronze Ingot.
Zinn und Copper. Und ganz viele von denen hier. Keine Buckets mit Waterfall. Dense Infinite Water Source. Okay, das ist natürlich ein bisschen brutaler. In dem Fall. Creative Energy Cube. Okay, aber er ist flott unterwegs eigentlich, wenn wir es so sehen dann. Was kann ich mir schon jetzt aus mit den Kabeln? Die werden langsam voll, okay. Also bis hierhin ist alles relativ easy peasy noch. Ich will jetzt eigentlich meinen Rucksack erstmal machen. Und zu schauen, dass der passt. Nochmal 10, oder sind nochmal 10 Plastik? Lass uns da hinten erstmal arbeiten. Das mit dem Uranschwein, das bringt mir. Oh, das funktioniert. Das ist gerade noch das geilste. Also, gerade so die geilste Info, die man hätte haben können, so auf die Schnelle. Ja, rein theoretisch muss ich weiter mit dem Hawk-Zeug machen. Und schauen, dass ich viel von denen kriege. 27 Stück. Ist gar nicht schlecht. Wollte ich jetzt hier. Ein Autoklicker. Cornseed, was ist hier? Weed, okay. Auf was heißt denn Bock mal anzubauen? Ich kann ja rein theoretisch hier. Ich könnte mal Beetroots machen, ne? Beetroots auch mal drin. Pumpkin, Cow Chicken. Parrot, Rabbit, Polar Bear, Pixie, Child, Villager, Wolf, Carrot, Sugarcane, Apple Seeds, Corn Seeds, Pepper, Rice, Strawberry, Tomato. Ich könnte jetzt natürlich, keine Ahnung, rote Pflanze gegen ein Emerald. Gegen ein Emerald. What? Gegen Emerald. Tschüss. Absolut kein Problem, meine Freunde. Der Trade ist gemacht. So. Es kann die Farbe in Zukunft kommen, so. Aber ich wollte Hawk. So. Und da muss jetzt ja bloß den kleinen Advanced Gravel Sand, Diamond, Dilithium, Citric, Coal, Iron, Silver, Neverack, Platinum, Gold, Enderpearl haben wir noch. Ender Carrot und das muss ich aus Ender Eis machen. Ender Eis, perfekt. Ah ne, Quatsch, ich bin noch blöd. Ender Pearl muss erstmal aus Carrots mit dem zusammen gemacht werden. Und dann von Ender Pearls machen mit Bucket. So. Ups, das war ein bisschen viel Buckets. Wie scheint. So viel kann ich ja gar nicht machen. Naja. Hauptsache es funktioniert. Das ist mir alles andere scheißegal. Hauptsache ich kann mit diesen Enderhawks endlich Kohle machen.
ganz viele Enderhawks. Jetzt mal gleich mal die Verteidigung hochfahren. Perfekt, so. Es leckt gerade ein bisschen. Ich glaube, er weiß, was passiert jetzt. Halt immerhin. Bereiten wir auf die größten Auto-Placing-System hier, was geht. Zwei Plätze frei für solche Hoggyhawks. Zwei Plätzchen frei. Die sind schon wieder ausgekommen. Blödes Uranschweinchen. Ich brauche wieder Karotten. Carrots. Kommt alle zu mir. Zu mir. Dankeschön. Du vielleicht auch noch. Dass man hier über den Zaun springen kann, ist echt praktisch. So. Jetzt können wir mal hier zurück. Okay, das Ding ist natürlich blöd, wenn es dann dauernd sich aktiviert, sobald man... So. Ich habe eine Spinne gehört. Spidey-Line. Was hängst du denn oben? Das sind die Chunkies, das brauche ich auch nicht. Warte, S7 oder was? Ich sehe den Place nicht, wo die spawnen. Auf den Leitungen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Sollte ich sagen, jetzt steht da noch ein Creeper, aber das war gar kein Creeper. So. Nächstes Goldschweinchen. Im Grunde haben die ganze Zeit produziert und ich habe es nicht gemerkt. Das ist ja fies. Ich könnte das wahrscheinlich auch anders machen. Das Ding tut ja größere Bereiche absuchen. Bedeutet, ich könnte doch wahrscheinlich hier so ein großes Gebiet machen. Ne, ich kann die gar nicht. Blockmann macht nur das davor. Hm. Brauchen wir natürlich noch ein paar Blockmanners. Block. Schau, ich hab die mal vorproduziert. Schauen. Blockmanner. 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 Jetzt werden Enderpearls gemacht. Asche, es ist sogar an. Gut. Wenn ihr einen gelben Strich seht, dann sagt es mir, ne? Ich weiß nicht, wo die spawnen.
Insta und so. Wie ich den wieder hergestellt? Ah genau, Glowstone und Lava drüber, da war was. Gibt's nicht diese extrem hohen Buckets, diese Buckets da? Es scheint ja bessere Buckets auch zu geben, ne? Cobalt Bucket, Manilim, Black. Ardite, Isenium, Superium. Inferium. Base Essence Property Shards. Prosperity Anchor. Bonsai. End of Prosperity. What? Einfach ein Silver Bucket aus Silver Ingots machen will. Habe ich Silver? So. Da passen jetzt drei Buckets rein. Neben den Ding bumm voll auffüllen, sollte ich ja dann auch oben genug Lava reinpumpen können, oder? Wie war das jetzt? Heißt irgendwie gleich gerade komplett vercheckt. End. Ich hab's doch schon mal gemacht, jetzt muss ich nur wieder checken, was ich falsch gemacht habe vorhin. Casting? Squeezer? Was gibt's hier noch? Blaze Powder. Probieren wir mal Blaze Powder. Von denen, glaube ich, habe ich auch ordentlich was. Und das aber, kann es hier brennen? Nee. Muss ich das dann hier drüben machen? Can't be molten. Okay, ich bin gleich gerade wieder zu blöd herauszufinden. Wie habe ich denn das letzte Mal? Muss ich jetzt meine eigenen Videos anschauen und checken, was ich da getan hatte? Das sind Ender und Sandstone. Mhm. Lava. Ja, nee, aber wie? Essenz, ja, die habe ich nicht. Muss das Ding leer sein dafür, oder? Eigentlich brauche ich ja nur einen Glowstone-Block. Au. Okay, schmilzt mir jetzt das Silber weg? Temperature. Okay, das war falsch. Natürlich freak. Ah, das war dumm. Muss ich die einfach ausgießen, damit... Na gut, ich habe jetzt gerade ein Bucket vernichtet. Ah, so, ich habe hier noch ein Lava-Bucket. Irgendwie... Ach, da funktioniert's, hä? Zu gut oder was?
Sag mal alles weg, was ich gerade nicht brauche. Uranium Bacon, Uranium davon. Brauche ich gerade nicht mehr. Auch gerade nicht mehr. Jetzt hole ich mir nochmal ein paar Buckets. Sie auffüllen. Na komm, wer zum Endstone? Endstone! Jawohl. Wenn wir 4 Stück allein davon haben, wenn wir 6 Hawks machen, wie viel haben wir dann noch? Ja, wir brauchen genau noch 2 Stück eigentlich. Dann können wir nicht endlich. Haben wir 6 Hoggy Hawks? Mit den 6 Hoggy Hawks können wir dann Enderpearls produzieren. Cool. Das ist gerade echt cool. Mit den Enderpearls können wir halt. Oh, schön. Schön, schön. Dann haben wir endlich diese einen Ingredients, die ich gedacht habe, die kriegen wir nie. Aber mit dem einen Enderauge, was wir beschaffen haben, werden wir nun ein Imperium an Enderpearls erzeugen. Muhaha oder so. Tun jetzt erstmal 2 Plätze voll machen noch. Jetzt leckt's heute. Jetzt hat es gerade gar keinen Bock mehr. Spiel hat keinen Bock mehr. So. Dann haben wir noch die. Ja, genau. Auch 4. Perfekt. Gut. Ah, ne. Jetzt wollen wir die ganzen Item-Dinger wieder. Item. Cable. Wir brauchen Storage Import Cable. Super, und wir haben keine mehr. Wollen wir von denen hier wiederum? Warum halt davon nix? Brauch mehr davon. So. Genug Kabel für die Zukunft, hoffe ich mal. Nehmen wir. Genau. Und unten dran der hier. Super. Dasselbe machen wir jetzt hier drüben. 1, 2. 1, 2. 1, 2. So. Perfekt. Und dann. Yes, ich muss noch die von Whitelist auf Blacklist setzen, natürlich. Und angeblich können wir Hawks auch züchten, also miteinander breeden. Und wenn wir die dann miteinander breeden, gibt es eine bestimmte Chance, dass die sozusagen zu wieder zu den dementsprechenden Hawks werden, die wir davor aus ihnen gemacht haben. Ist der Schwein realisiert, wo es ist? Ist er schon mal eingesperrt? Ihr wisst gar nicht, was mit euch passiert. Ihr werdet Produktionsmaschine, das ist wie eine Legehennenfabrik mittlerweile. Was ich hier veranstalte. Aber ich brauche das Zeug. Wir haben hier leider keine andere Wahl, wie es zu Maschinen zu machen. Ich bin mal gespannt, wie gut das Ganze am Ende wird. Weil die anderen zwei hatten natürlich in der Zwischenzeit schon Zeit zu produzieren.
während wir hier noch rumgemacht haben. Also müssten doch eigentlich in unserem kleinen Freund hier hinten in dem Packager. Oh, 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 oh. Geh von den Hoggyhawks weg. Wo kommt die immer her? Die müssen doch irgendwo spawnen, aber wo? Hey, hat das Ding mich jetzt erschreckt. Aber wir haben wieder drei Enderpearls. So. Rein theoretisch könnten wir schon wieder drei weitere Freunde erzeugen. Hier mit mittlerweile auch ganz schön viele neue Tiny Rubber Balls. Die Geschwindigkeit ist ja noch nicht so überragend, wie sie es haben wollen wahrscheinlich. Aber man muss es auch so sehen. Wir haben immerhin schon eine laufende Produktion, die automatisch nachliegt. Sie muss nur noch den freien Zugang kriegen, natürlich zum Material. Jetzt kriegt sie erst, wenn man fertig ist. Und hier langsam wird es auch wieder lockerer, ein bisschen offener. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.